Hallo und willkommen zurück hier zu Halo Infinity mit dem Ralf. Von der letzten Folge haben wir hier an dieser Klippe aufgehört. Und auch ich habe dann aufgehört, die Aufnahme, also mit der ganzen Aufnahme-Session. Also für mich ist ein neuer Tag. Neuer Tag, neues Glück. Hier vorne haben wir den Brückenkopf quasi geklärt. Und wir haben hier aufgehört. Und wir hatten hier das Problem, dass diese Spartan-Lock-Truhe nicht gespawnt ist. Diesmal ist sie da, wie auch angegeben, dass man einfach neu laden muss, was ich aber gestern dann nicht mehr die Lust dazu hatte. Ah, lag seitlich. Ja. Somit haben wir das zumindest, da kann ich das auf meiner Karte abhaken. Dann gehen wir weiter mit dem Militärposten da oben. Auf dem Weg dahin gibt es hier, nein, nicht hier, hier vorne, in dieser Kurve gibt es ein NCNS-Lock. Innen drin in der Basis gibt es noch ein Lock für die Verbanden. Also, onward! Ich liebe den Grappling Hook. So. Da vorne ist das Verbandencamp. Da ist das Lock. Mission ist gescheitert. Asheron hat Malik, Panago, tot. Asheron hat fast alle Soldaten und Ziel ist die völlige Auslöschung der menschlichen. Auf dem Ring. Menschliche Präsenz? Battle. Was ist das? Ein Funkspruch von Griffin. Vieles fehlt durch Intelligenzen. Aber er ist es sicher. Und eins steht fest. Mission gescheitert. Meinen Sie, er oder irgendwer hat überlebt? Wenn es stimmt, was Spartan Griffin sagt, dann ist er unsere geringste Sorge. Sie kommen. Wir müssen bereit sein. Ich töte dich! Der Tod erwartet dich bereits. Da war doch noch ein Grunt, ich hab ihn doch genau gehört. Keine weiteren Gegner. Auf zum Terminal. Vorposten Lima ist unsere. Fast geschafft, Sir. Der Hangar ist da vorn. Chief, da sind zwei Federviecher auf 10 Uhr. Geben Sie mir Deckung, dann erledige ich das. Gut getroffen, Soldat. Chief, da drüben stecken Spartans in der Klemme. Helfen wir ihnen. Verstanden. Das Feindfeuer ist zu dicht, Captain. Hoch mit Ihnen, Marine. Der Chief ist mittlerweile für so einiges bekannt. Versagen gehört aber nicht dazu. Naja, auch der Chief ist nicht perfekt. Fertig entschlüsselt. Noch ein Vorposten in den Händen des UNSC. Und nicht weit von der zweiten Spitze entfernt. Von hier aus bekommt man einen Eindruck von seiner schieren Größe. Und der technologischen Überlegenheit der Blutsväter. Ich weiß, sie sind solche Aussichten gewohnt. Aber es ist trotzdem atemberaubend. Ein bisschen. Da hat's viele Sender.
Hier oben auch welche? Nee. Okay, die Sender sind weiter aufeinander verstreut, als ich dachte. Okay, das wird nicht so einfach. Neuer Vorposten, hä? Rufen Sie mich, wenn Sie mich brauchen. Waspan-Forderung bestätigt, Chief. Unterwegs zu Ihrer LZ. Geduld. Oh. Hydra. Ist die noch nicht verfügbar? Nicht Upgrades. Ach, ich brauche noch ein paar Punkte für die bessere Bär. Wir können endlich fliegen. Endlich. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Hier hat's was. Nee. Oh. Geh drauf. Ja gut. Kann man machen. Wie geil ist dieser Lok? Ah, hier stinkt man. Grünes Licht zeigt den Weg. So. Dann fliegen wir erstmal zurück und machen die Sachen, die wir vorher nicht machen konnten. Hier hatten wir einen Schädel. Hier oben.
Haben wir auf dem Weg hier noch was? Ja, da. Jetzt, da wir das Flugzeug haben, ist das Ganze alles einfacher. So, Moment, ich muss aber die Karte nachziehen. Das haben wir, das und das. Dann haben wir auf den Weg hier einen Sender. Da flog da gerade ein Sentinel rum. Ich finde dich, Spawn. Mein Sieg ist gewiss. Hab dich zu gut gesehen. Ah, alles von oben zu sehen hat seine Vorteile. Ja, stürzt halt runter. Geht's. Wir müssen in den Peilsender. Jetzt müssen wir rein. Er hat noch überlebt. So, damit ist das auch erledigt. Dann haben wir hier weiter drüben einen Lock. A Rave Panzer.
Da. Da ist der Locker. Hoch. Hier ist doch noch eine Basis, oder? Oder ist damit das hier gemeint? Den Sender hier. Wir mal kurz angucken. Ja, Beacon. Beacon! Dann haben wir hier. Ein Lock. Ja, klar. Bauen gleich zwei. Geh drauf! Da. Steuerer, die Umgebung gescannt. Zwei Einheiten haben sich im Norden verschanzt. Das sind also 12 Überlebende mehr als zuletzt gedacht. Was ist mit den anderen? Griffin, Kovar, Horvath? Nichts. Nicht mal in den Gefangenenlagern. Berthold, das mit der Reverie ist einen Monat her. Sag das nicht. Ich lasse sie nicht zurück. Sehen wir der Wahrheit ins Auge. Die Reverie ist verloren. Unser letzter Vorposten ist offline. Wir sind überall zerstreut. Und Asheron greift nach dem Ring. Uns bleiben nicht viele Optionen. Aber wir haben Befehle. Rubicon-Protokoll. Die Verwandten mit allen Mitteln stoppen oder ausbremsen. Sie von Halo Zeta fernhalten. Der Erde mehr Zeit verschaffen. Das ist jetzt unsere Mission. So. Dann haben wir hier. Der Sektoren 4D, 4E und 6E abgeschlossen. Grabungsteam, macht euch bereit. Das Panzer? Ich dachte, das ist auch nochmal eine Vorposten. Posten Kilo. Ah, da ist mal da vorne. Da! Ist Vorposten Kilo. Den hole ich mir, weil dann kann ich mir einen neuen Vogel holen. Okay.
Der hat ausgedehnt. Chief, nehmen wir den Posten ein. Du bist tot. Er ist tot. Posten Kilo ist frei von Verbanden. Und nach der Übernahme wird es auch bleiben. Da. Und schon gehört der Vorposten uns. Verbandenaufzeichnungen zufolge umgeben wichtige Blutsväterbauwerke den Standort. Bis das Konservatorium gefunden wurde, wandte Asherum viel Energie auf, um die Region zu überwachen. Ich frage mich, was er gefunden hat. Wenn Sie glauben, ich fliege da raus, täuschen Sie es. Machen wir Sie mobil. Fahrzeug ist unterwegs. Okay, das wurde jetzt abgewürgt. Was ist? Chief, danke für die Hilfe. Spartan Griffin, Feuerteam Taurus. Gut, dass Sie Reach überstanden haben. Wir müssen den Griffin zur Hangarbucht bringen. Helfen Sie uns? Klar doch. Aber Achtung, der Hangar ist voller Verbandter. Dann räuchern wir sie aus. Ihr habt ihn gehört, Taurus. Der Hangar ist gleich davon. Augen auf, vorwärts. Ah, 750. Fehlt immer noch. Aber jetzt haben wir diesen Vorposten und dieses Lock. Ich wollte eigentlich nur den einen Schädel holen, den wir da hinten hatten. Und trotzdem. Oh. Wir brauchen hier gleich wieder zwei. Lass mich in Ruhe. Wir nähern uns Rith Kul, einem der wichtigsten Verbandenziele des UNSC. Sie ist berühmt als Flottenkommandantin, aber an Land nicht weniger tödlich. Passen Sie auf. Okay. Warte. Wo denn? Da oben drauf. Nö. Welcher von denen hat die Energiewaffe?
von denen, Chief. Erledigt. Super. Rithkul wäre erledigt. Ein schwerer Schlag für die taktische Überlegenheit der Verbanden im Raumkampf. Und wir haben viele UNSC-Besatzungen und Schiffe gerecht. Nicht schlecht für einen Tag. Was nun, Chief? Suchen wir jetzt diese Peilsender oder hatten Sie schon andere Pläne? Natürlich habe ich andere Pläne. Irgendwo hier muss noch eine Nachricht sein. Oder ist die weiter unten? Ja. Hier soll ich auch hinkommen ohne Flugzeug, ja klar. Einseitigen Kanal öffnen. Scan des Reverie-Standorts abgeschlossen. Der Außenposten hier. Das sind nicht nur Baracken. Sie bergen Technologie der Blutsväter aus dem Ring. Manche Artefakte habe ich noch nie gesehen. Und noch was. Mehr als die Hälfte dieser Verbandenabteilung ist zu einer anderen Ausgrabungsstelle unterwegs, südlich von hier. Und das auf Befehl des Kriegsherrn. Eine Blutsfelderanlage namens Konservatorium. Was immer es ist wichtig genug, um Asherons Neugier zu wecken. Wir müssen dringend das Konservatorium auskundschaften. Ich würde es tun, aber ich muss mir die Artefakte ansehen. Bislang dachten wir, Halo Zeta sei wie alle anderen. Was, wenn das nicht stimmt? Nein, Halo Zeta ist nicht wie alle anderen. Halo Zeta ist etwas Besonderes unter den Ringen. Okay, den haben wir schon. Sehr gut. Dann ist hier diese Grenze, die ich mal gezogen habe. Ich sehe sie auf der Karte jetzt nicht mehr so genau. Ich will mir jetzt den Schädel holen. Damit zumindest die Gebiete durch sind. So, da vorne ist der Turm. Aber an der Stelle sage ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ja, liken, subscriben, deutsche dein und wenn ihr es noch nicht tun, getan habt, die Notation Bell aktivieren, dass YouTube was ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte YouTube euch nicht benachrichtigen, was dann wo es abgeht, gibt es noch den Twitter-Account, den es, dem ihr einen Follower drücken könnt und alle auf alle Feeds einstellen solltet. Damit solltet ihr safe sein, mitbekommen, wann nur was bei uns abgeht. Und jetzt bis zur nächsten Folge, wenn wir dann dort gelandet sind und den Schädel uns holen, damit dieses Gebiet dann auch mal fertig ist. Und dann werde ich noch gucken, welches Log mir für das andere Gebiet da drüben fehlt. Ich möchte einfach die Gebiete, die wir schon mal betreten haben, zumindest mal komplett abschließen. Naja, bis denn!